Moin und willkommen zurück zu Better Vanilla 7 Days to Die. Naja, andersrum, bist du am Weg, meine. Ich starte jetzt mal hier, der Händler hat noch nicht offen, aber ich will euch was zeigen. Hab hier mal schnell eine Kohleader ausgekommen, beziehungsweise dachte ich, dass es nur eine Kohleader ist, aber nein, jetzt haben wir hier die Kohleader. Na, hier ist wirklich Kohle. Dann haben wir hier direkt nebenan eine Bleikohle. Bleiader, meine Güte. Und noch viel geiler. Auch gleich Eisen inbegriffen. Das ist hier schon wieder super. Das ist hier. Keine Ahnung. Mega krass. Geht auch richtig ab. Na, jetzt auch mit allen Upgrades. Beziehungsweise allen Perks aufs Schiff. Und dann geht das hier alles richtig flott. Es dauert gar nicht. Es geht einfach nur voran. Super geil. Aber ab und zu in dieser. Ab und zu spawnen jetzt hier mittlerweile ein Arsch voll Zombies. Ich habe hier gerade schon ein paar zerlegt. Schon ein bisschen nervig. Gerade umgedreht spawnt da der nächste. Könnt wetten, wenn. Nee, doch nicht. Hätte ja sein können. Oh, ich habe schon ein bisschen geschürft gehabt, ne? Ist jetzt nicht so krass, aber wir haben schon mal einen guten Schwung wieder. Ich kann es kaum erwarten, bis es endlich losgeht hier mit dem Händler. Na, wir machen ein paar Quests. So der Plan. Bauen hier ein bisschen rum. Und Dinge. Dinge, da gerade vor der Nase gespawnt. Gleich umfahren, sowas. Da kennen wir nichts. Schön Roadkill. Easy. So ein Abschaum. Gleich wegballern, sowas. Da spawnt der nächste. Hier hängt auch einer auf 7:30, warum auch immer. War ich hier schon dran? Nö. Na süße. Können wir auch gleich auseinanderschrauben, die Kiste. Vielleicht kriegen wir noch einen Motor. Warum dieser Typ auch immer Saatkartoffeln dabei hatte, keine Ahnung. Ein Motor, aber ein Haufen Klimbim. Naja, besser als nichts. Kicken wir mal um die Kiste hier von Zombies bewacht wird. Kann ja nur was Gutes geben. Schaffen wir's. Komm schon. Kettensägenteil, oder? Dead Aim, ne? Zumindest Motorwerkzeugteile. Das trifft's am besten. Und da droppt der Motor. So wie es sein muss. Unglaublich. Ich kann mich nicht beschweren. Der Loot Drop ist völlig in Ordnung. Na gut, die Bolzen hätten nicht sein müssen. Aber das ist doch nichts. Das ist doch scheißegal. So, mach auf die Buchte jetzt hier. Wir wollen questen. Den Schuppen. Haben wir noch eine Quest? Nein, natürlich nicht. Jetzt. Ich habe ja keine Ansage. Bin ich zu spät hier? Ist mir doch eigentlich Obums. Hauptsache, er hat jetzt einen gottverdammten Tiegel. Akkuschrauber. Naja, why not? Tiegel hin oder her übrigens. Ratet mal, was ich vergessen habe. Kohle. Kohle, Kohle. Ohne Kohle, Kohle, wie der hier lange eiert. Den Magazin-Erweiterungsmod, den nehmen wir natürlich mit. Natürlich geht das nicht mit der Schrotflinte. Konnte ich das auch nur denken? 42 Muppeln in dieser Kiste hier. Klick, klick, sage ich da nur. Haltet euer Maul hier draußen. Da kann man ja nicht mal in Ruhe eine Quest annehmen, echt. Aufgaben. Ach, alles bis einser, ne? Bäh. Can you do me a brilliant? I guess this kind of... Der Händler rastet total aus. Ich hab doch schon die Handelsroute eröffnet.
Warum kriege ich denn hier immer noch nur 1er-Quests? Wenigstens 2er-Quests. Bei 1er bin ich doch jetzt schon viel zu erwachsen. Machen wir mal ein bisschen Krawall, dass das hier alles ein bisschen schneller geht. Das ist doch hier die Dampfbude. Das dachte ich mir. Also mit Dampfbude hier, ne, hier schön Shit produzieren und ähnliches. Jawohl. Hatte ich noch nicht. Hatte ich noch nicht, nur schon 1000 Mal. Wollen wir uns mal nicht beschweren, ne? Hallo? Ich habe geklopft. Oh, guck mal, der leichte Helm, den können wir gleich mal crappen. Hallo? Habe ich die umgebolzt gehabt gerade durch diese, durch die Lukenaktion? Wäre wirklich fragwürdig. Da ist noch was versteckt, ne? Oh nein, Idiot. Bitte. Naja. Lehrgeld gezahlt. Nixe aufschießen, alles. Hier scheint ja richtig viel Zeug zu sein. Also richtig viele Zombies, aber ich sehe nichts. Der denn jetzt auf immer hergehuscht? Ich konnte nicht mal den Beton in Ruhe abbauen. Zement, sorry. Im Keller war ich schon, da war jetzt ja nur nichts. Aber ich müsste auf die andere Seite. Na gut. Ist natürlich ein Hallenkrach. Draußen scheint die Action zu sein. Warum? Wo kommt die Mini-Horde her? Na, ich wollte ja mehr Action, ne? Wenn ich nachladen kann, tue ich das natürlich. Wartet. Los, sag mal. Oh, Blutbeck. Wartet jetzt. Ich möchte an diese gelbe, ne, ihr wisst schon. Fallen gelassene Jagd. Jawohl. Da gab's was. Es gibt das Jagdgewehr. Rein in den Kopf. Gibt's noch was? Nein, gibt's nicht. Aber. Fallwerkzeugteile. Sehr angenehm. Und hier gibt's noch ein Versteck. Da hat sich noch ein Zombie versteckt. Gibt's ja nicht. Niemals. Das ist niemals Zombie hinter. Es war nachladen. Oh, das war blöd. Das ist überraschend. Damit hätte ich ja nie gerechnet. Niemals. Versprochen. Niemals. Jo, Taschenmod. Gewehrteile. Spritzen. Die habe ich bitter nötig. Bompitz, komm. Liegen bleiben. Nicht mit uns hier. Nur, das war übersichtlich. Bis auf die sehr, sehr unangenehme Zwischenwelle, die sich da noch mit eingemischt hat. Naja, es war erfrischend. Da konnte man wenigstens mal wieder ein bisschen rumballern, ne? Hat man ja sonst nicht.
man wieder ein bisschen ausrasten. Super. Gefällt mir gut. Rein hier in die Bude. Gib mir die nächste, komm. Here you go, friend. Howdy. Hab ich doch schon. Oh, das ist der Bauplan. Machen wir mal die Muni. Machen wir ihn noch verballert, wa? Aufgaben. Wieder nur Einser. Wie langweilig. Do you think you can help me? Godspeed. Sicher. Los geht's. Stufe 1. Hm. Muss ich doch zum anderen Händler gehen? Zum anderen Händler gehen, um die. Lol. War der vorher da? Um die anderen besseren Quests zu bekommen? Ich meine, wenn die Häuser es nicht hergeben, wenn es halt Einser-Häuser sind, dann gibt es halt auch nur Einser-Missionen. Ne? Macht ja auch eventuell Sinn. Seht zu. Säubern. Säubern hätte die übrigens auf meine Art. Nicht diese Vorschriftenart und. Ja, du musst da langsam durch und Vorsicht. Oh, Tresor. Hallo. Den kloppen wir gleich auf, oder? Ich hab doch hier Schloss-Knacking-Tools, ne? Können wir gleich mal durch. Müssen wir ja verbrauchen, ne? Indem wir im Inventar schließe ich auch ein bisschen Platz weg, also müssen die auch Dinge tun. Und das funktioniert scheinbar gleich mit einem Schlag. Unangenehm, aber funktioniert. Jawohl. Why not? Weniger Schaden, aber standardmäßig. Mehr Haltbarkeit. Na, hier sind doch zwei Mods auf. Ist ja auch erstmal egal. Weiter. Ist hier noch wer versteckt? Nein. Hallo? Hallo. Da ist irgendwie einer irgendwo hingepurzelt, auf jeden. Schmerzmittel. Ich glaube, die esse ich gleich auf. Gleich rein in die Birne. Danach geht's besser, versprochen. Na. Jawohl, Kaffee. Komm. Kaffee geht immer. Kaffee muss immer mit. Da gibt's keine Ausreden, da gibt's keinen. Aber oder vielleicht oder mäh. Kaffee beste, wo gibt. Und runter. Was ist mit dir denn? Mach's mir einfach. Was seid ihr denn? Ich bin ja gerade erschreckt hier, sag mal. Oh, Idiot, Junge. Ich lerne aber auch nicht. Bleibt die Lernkurve, wenn man sie braucht. Hier haben wir auf jeden Fall ordentlich Loot. Wir können auch wieder zum Händler gehen. Unser Auftrag hier ist erledigt. Wir haben alles in den Jordan geschossen. Sehr gut. Ein Maiskolben, schön. Gleich gecrappt. Hauen wir ab. Oh, die Zombies sind noch in die Bude zerkloppen. Klingt der schon. Klingt der auf jeden Fall schon mal ganz so. Ist der schon alles abgebaut? Nö. So hatten wir ja schon. Ich glaube, es gibt keinen zweiten. Naja, aber glauben heißt nicht wissen, ne? Ist. Fuck. Erst der Zement. Und dann bist du dran. Machen wir alles hier nach ABC. Natürlich gehen wir ja auch noch rein in die Garage. Manchmal gibt es ja auch noch guten Shit.
Eine halbaufgefressene zum Beispiel. Mm. Yum. Die gönne ich mir natürlich sofort. Oh, was ist das? Heidelbeerkuchen. Geil. Ich habe hier einen Drop gehört. Können wir gleich mal nachschauen. Der ist eh auf der Karte, von daher. Erstmal wieder unsere tolle Super Special 1er Quest abgeben. Wenn wir uns denn hier so ein bisschen durch die Buchten gequetscht haben. Nachladen. You've made. Ja, warum nicht? Lieber die Fittings. Aufgaben, komm. Aber die Sache ist, ich muss bei ihm die Quest machen. Weil unser erster Händler war ja er hier. Nee, warte. Er hier. Und das ist ja unser zweiter Händler, weil hier haben wir ja auch unsere Buchte. Wir müssen es machen, tatsächlich, damit wir hier vorankommen. Sorry, aber ist so. Als erstes holen wir den Drop. Und erstmal fahren wir dieses Vieh um. Schade, daneben. Schade. Natürlich, warten immer mit Speed Boost. Sollte klar sein. Shift muss immer perma gedrückt werden, dass wir auch vorankommen. Denn wir können ja hier natürlich von der Mod behaupten, also es ist Fakt, Sprit gibt's genug. Also sollten wir das auch gut verwenden. Na, ganz klar. 500 Meter noch. Easy going. Keine Vorkommnisse hier. Machen wir natürlich auch mal wieder ein paar Vorkommen auf. Obwohl ich nur wiederholen kann, ich habe noch nie ein Vorkommen komplett abgebaut. Es wurde so groß meistens. Da kannst du mit zwei, drei Leuten reingehen. Auf Better Vanilla Mod Niveau natürlich. Also schon maximal schnelles Abbauen. Das was möglich ist. Schau mal rein. Hoffen das Beste und finde Nagelpistole. Jawohl. Das finde ich natürlich richtig geil. Gleich ein paar Nägel rein. Dass wir richtig Gas geben können. Super. Freut mich. Mit der Nagelpistole lässt sich das Update natürlich maximal verkürzen. Richtig, richtig gut. Natürlich kommen wir natürlich wieder dieser unschöne Part. Wir müssen wieder zurückeiern. Und das ein Huhn. Jawohl. Jetzt geht's mir besser. Ich gehe mal davon aus, es ist die vierte Quest, die ich jetzt bei dem Dude mache. Müsste also noch drei machen, um quasi den Händler zu leveln, / die nächste Route aufmachen zu können. Und mein Paket abzuholen, mein Gefährt. Das wird ja dann jetzt das Minibike sein. Wenn wir natürlich eine bessere Wahl haben, werden wir darauf verzichten, denn wir haben das Motorrad, wir wollen und brauchen nichts anderes. Das sollte klar sein. Wieder durch hier. Dann haben wir hier ein halb verbrauchtes Haus. Und rein. Und gleich durch den Keller. Nur mal anklopfen. Anklopfen muss sein. Oh, was ist denn hier los? Mehr klopfen. Ih. Hier passiert. Uah, zeigt mich fast erschrocken. Ich hab ja fast zusammengezuckt. Kaputter Generator mit nichts drin. Gib mir den Motor, komm. Natürlich nicht. Aber wir haben uns hier scheinbar gleich mal zum Endloot durchgebohrt. Da haben wir eine schrottige Batterie.
Oder eine 1, um genau zu sein. Wer 2 bei Mod gleich mal lernen. Kann man immer gebrauchen, ne? Genauere Schüsse. Beziehungsweise generell mehr Genauigkeit. Das nehmen wir mit. Der alltägliche Griff ins Klo darf natürlich auch nicht fehlen. Gehen wir hoch. Wir sollen unsere Vorräte suchen. Was ist das denn hier? Das sieht doch so aus, als sollte man sich hier hochbuddeln. Ist doch so, ihr wollt. Kickt ihr das an. Kickt ihr das an. Die erste Tasche, die ich finde, die ich nicht zerschieße, versehentlich natürlich. Beziehungsweise mit Absicht machen, geht ja gar nicht. Willst du es machen? Ein paar Halbverbrannte. Na, mit denen kommen wir auch noch klar. Ach, na komm, ne, was soll der Geiz? Wollen wir ja nicht anfangen zu aasen, wir nehmen hier alles mit. Einfach alles stehen zu lassen, so nach dem Motto, wir haben ja genug. Wir haben es ja. Das ist schon der falsche Gedanke. Mhm. Nägel. Er sagt, unter mir ist der ganze Schrott. Naja, dann müssen wir hier runter. Alles nachgeladen. Nehmen wir gleich mal die Schrotflinte runter, den schnellen Aufräumer hier, falls irgendwas rausploppt. Glück gehabt, mein Freund. Ah, ein Zappelmann. Der wilde Bob. Der war aber auch richtig wild. Guck mal, der Polizist hat so eine Knarre und benutzt sie nicht. Nein, er kotzt lieber. Da weißt du sofort alles. Da bist du alles. Sag ich mir das. Nichts los hier. Nichts drauf außer Zahnbelach. Mal reingepusht, die Birne gestoßen. Nichts. Gucken wir mal ordentlich. Machen wir mal vorschriftsgemäß. Jetzt nach draußen. Nach draußen wollen wir noch nicht. Wir sind hier noch lange nicht fertig. Wo ist euer Stuff? Überlastet, das habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Hier ist doch noch ein Buch für die Birne. Finde mehr Jetons. Naja. Es, wo gibt, ne? Das nehmen wir mit, das essen wir, den Topf können wir crappen. Ah, hätten wir nicht crappen sollen, den brauchen wir noch. Wir wollen noch eine Chemiestation bauen oder noch eine und dann eventuell noch eine. Schon erwähnt, dass wir noch eine Chemiestation bauen wollen. Ja, habt ihr gedacht, ne? Ihr dachtet, ihr könnt mich hier verarschen. Niemals. Den nehmen wir mit. Messing. Schöner Messing-Heizkörper oder Radiator oder whatever. Meiner Meinung nach ist es ein Radiator. Die nehmen wir natürlich mit. Eine Frage. Na, schaffe ich noch eine Quest in dieser Folge? Bestimmt, wenn es wieder so eine Einser ist. Aber wir müssen es machen. Wir kommen nicht drum herum. Well, howdy do, friend. Herr Moon, was los? Welche Aufgabe? Abholen. Thank you, friend. Oh, thank you very much. I will make it worth your while. Ist so. Machen wir mal kurz einen Abstecher nach Hause und mal kurz den Müll entrümpeln, obwohl... Ach, was soll noch dazu kommen? Haben wir Säure? Ich habe da einmal Säure gesehen, ich werde wahnsinnig. Nein, die schaffen wir noch, komm. Wir haben ja eigentlich nahezu alles im Inventar, was wir hier so finden können. Ja. Dann machen wir uns gar keinen Kopf. Scheiße, meine Güte. Weil nicht der Original-Lenker ist, ne? Ist nicht vom TÜV abgenommen.
Mein Bierdosenhalter. So, rein hier in die Kiste. Erstmal rein, kicken hier in den Müll. Bierbox da, zack, da ist der nächste Radiator. Mal kurz in die Luft geflackt und gleich gefunden. Gleich erwischt. Hallo? Viel zu leicht. Raus hier. Kannst du wieder nicht springen, siehst du wieder nichts. Zeigt euch. Der wilde Philipp nimmt direkt die Fahrt auf. Guck mal, Müll. Philipp macht jetzt Haier. Philipp macht jetzt ein bisschen Dai-Dai. Der hat aber auch verlernt, wie man sich im Bett legt, wa? Philipp. Bücherregal, komm. Jawohl. Angriffsmod. Wird ja immer geiler hier. Hätte ich auch verticken können. Mist. Saufi. Bierchen. Geht immer. Steroide. Moin. Was ist mit euch los hier? Muss ich erstmal durchladen, wa? Einmal mexikanisch abmunitionieren, rein in die Meute. Geil. So muss es sein. Hier gibt es natürlich noch den Loot. Zum Glück haben wir nochmal geschaut. Ich wäre bestimmt dran vorbeigelaufen. Ich hätte mir gesagt, ach, wisst ihr was, komm, wir gehen jetzt wieder zum Händler. Hm, wäre mies gewesen. Elsenstiefel. Kann ich eigentlich gleich in der Hosentasche crappen, brauche ich nicht. Los, komm, verpissen. Ich hätte noch eine Hosentaschenmod. Mach mir meine eigene Tür. Kannst wetten. Könnte ich natürlich noch reinbauen. Ah ja. Das geht sehr schnell. Irgendwie auch noch keine Munition verbraucht, weil ich durch die Quests immer wieder was bekomme. Da ist noch ein Drop. Was sagt die Zeit? 16 Knips. Das schaffen wir noch eine. Und laut Aufnahmezeit schaffen wir auch noch eine. Durch hier, durch diesen Mist. Oh, den Halm, den werden wir mal gleich mal aufgabeln hier. Schön drüber. Noch so eine Roadkill-Mod, ne? Mehr Roadkill oder... Ja, dachte man. Fahrzeug Melee Damage. Oder ähnliches. Helm-Mod haben wir schon. Nimm mal lieber das Buch, das können wir verticken. Aufgaben, komm. Müsste die letzte sein. Warte mal. Sorry. Aber eigentlich wollte ich was anderes. Verkaufen. Verkaufen. Ihr verkaufen. Todsünde. Ihr verkauft sündigt. Nicht crappen, weil dann crafte ich mir das selber. Nur geiler. Die Taschenmord, die prügeln wir uns gleich in die Rüstung. In die Rüstung gerömert, wie sich das gehört. Ändern. Rein damit. Was denn hier noch? Verbesserte Fittings. Beweglichkeit. Hier. Krieg dir an. Hab mich natürlich verklickt. Safe Call. Da ist noch eine Strinne. Gönnen die gleich zwei. Geht natürlich nicht. Na, dann mach hier noch. Komm. Bam, reingerömert das Ding. Los geht's. Können wir jetzt endlich die nächste Quest machen. Die nächste und letzte Quest. Müssen wir uns aber ein bisschen beeilen, wa? Können wir jetzt nicht rumbummeln. Und wir können auch nicht gegen irgendwelche Türen fahren und
Zäune fahren und Zombies fahren und U-Fahrten fahren und zerstückelte Zementblöcke. Verdammt. Jetzt habe ich die Z-Phase unterbrochen. Na, nächstes Mal. Was haben wir denn hier in Diner? Da gibt es auf dem Dach natürlich wieder den Shit, glaube ich. Wenn wir gleich sehen, wir haben keine Zeit, wir müssen hier ein schnelles Ding machen. Ja, hier meine nützliche Umzugshilfe ist da. Das hat gut funktioniert. Wir sollen hier beim Auszug helfen. Ich schaffe es nicht. Jetzt. Was ist hier los? Kann man nicht durchschießen, geht nicht. Wer ist er denn? Ach, er ist so weit gestolpert jetzt hier durch, durch alles durch oder was? Niemals. Ranziges Fleisch, nehmen wir alles mit. Jawohl, gleich crappen das Ding. Gleich eine Veränderung rauf, hier, da haben wir den gezackten Bums. Das verwenden wir gleich so, wie es ist, hier. Oh, ein schnelles Ding hier. Wo ist es hin? Zack, rauf, abschließen, fertig. Ja, die Folge ist länger als geplant. Aber das ist okay. Es ist 7 Days. Ist geil. Wo ist der Geier? Natürlich auf dem Dach. Wo auch sonst? Hallo? Klick, klick. Wo bist du, Geier? Das ist kein Geier. Das ist ein dämlicher Anzugträger. Und das war's jetzt, Bill. Wegen dir mussten wir jetzt hier hoch, weil du dich hier versteckt hast, oder was? Naja. Ha. Guck an. Raketenwerferteile. Naja, dann spielen wir mal den Raketenwerfer im Early, ne? Warum nicht? Noch mehr Raketenwerferteile, naja, siehst du. Das Ding ist doch schon geritzt. Na, wenn er vom Dach auf Motorrad aufspringt, kann man nur hoffen, dass er sich nicht sein Gehänge geklemmt hat. Sag ich mal so wie das. Oh, ich. Da kann ich nur sagen, F in den Chat für den Boy. Und dann 50 Meter schaffen wir noch. Schaffen wir noch. Haben wir hier mal schnell den Team Quest Speedrun durchgezogen. Jawohl. Und wieder Munition. Was? Keine Quests mehr? Zu den Jack, wir brauchen Quests. Das ist mein Tiegel. Gib mir den verdammten Kacktiegel. Ja, hier, Amboss. Leco Mio. Auch keine Sau. Packung Reis. Das ist sehr unbefriedigend, mein Freund. Schöne Mario auf Ex. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Es gibt immer noch kein Tiegel. Ich düse jetzt nach Hause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge reingehauen.